So, der Hon sitzt auf der 16J. Das ist also hier richtig schön am Schluss, sodass da also viel Freude aufkommt. Jetzt machen wir aber erstmal Folgendes, bevor alle reinkommen. Jetzt gehen wir erstmal auf den Waschraum, um mal zu gucken, denn noch ist er sauber. Wie sieht er aus, bevor es losgeht? So, das war jetzt ein netter, kurzer Aufenthalt, ein bisschen Kommentare beantwortet. Die Lounge ist keine besondere Lounge, die man jetzt sagt, wow, aber sie war in Ordnung. Es gab so kleine Chicken Wings und man kann eine Cola trinken, ja. Der Kaffee, wie gesagt, bleibt weiterhin Garo-Kaffee. Das hat jetzt den Aufenthalt für eine Stunde sehr schön überbrückt. Jetzt gehe ich zum Abflug und freue mich natürlich jetzt sehr. Ohne große Erwartung, es bleibt dabei, auf den Flug mit Thai Airways. Auf nach Bangkok. Meine Lieben, der Hon geht jetzt an Bord der 777 und ich freue mich jetzt auf einen schönen Business-Class-Flug mit Thai Airways. Ihr seht, völlig positiv, überhaupt keine Vorurteile. Und ich lasse mich jetzt überraschen. Was kommt auf den Hon zu? Und ich glaube, das Priority Boarding geht jeden Moment los. Auf geht's mit großer Spannung in die Thai Business Class. So, also hier ist es auch schon für das Priority Boarding vorbereitet. Wir haben also einmal die Royal Class, das ist die Business Class. Und natürlich auch Menschen mit Handicap, sodass die als erstes an Bord gehen. Danach kommt die Business Class und dann geht's sozusagen richtig voll los. Es wird ein schöner Flug. Ich meine, wir haben ein Traumwetterchen da draußen. Promise to never let you go. I give my love to you. I wanna see this through. Don't you see my purpose? So, dann wollen wir mal einchecken in die Thai Business Class. Sind wir also voller Freude und schauen mal, was da auf uns zukommt. Yes, thank you very much. Ein Zugang voller Spiegel, voller schöner Eleganz. Bleibt diese Eleganz uns erhalten. Hallo. Mit großer Freude werden wir das jetzt gleich wahrnehmen. Der Hon. Sawadika! Wow, der Hon ist an Bord. Es kann losgehen. So, have a look. 16J. 16 off the other side and then right. Thank you very much. I follow you. So, wir huschen mal auf die Toilette. Same, same? Yes. Same, same. Okay. Da ist er. Der Hon auf dem Waschraum. Das ist immer wichtig. Gleich als erstes. Das Gepäck ist gut verpackt. Sehr freundlich, haben wir ja gehört. Sawadikrab. Ich meine, das ist eben thailändische Freundlichkeit. Ich meine, wenn man so begrüßt wird, das ist ein Träumchen. So, jetzt gucken wir uns mal die Toilette an. So, was können wir zur thailändischen Toilette zum Waschraum sagen? Also er ist sehr nett mit dieser thailändischen Orchidee ausgestattet. Wir haben ein bisschen Parfum, wir haben was für die Hände. Es gibt schöne Waschmöglichkeiten, warm und kalt. Ich würde mal sagen, was auch toll ist, wieder mal, also kein Papier, sondern wieder waschbares Material. Und, das ist ja auch immer sehr wichtig, das ist wiederum Papier, um sich, ich sag mal zum Beispiel für Brillenträger, Brillenträger brauchen das. Die müssen sich ab und zu mal das Ding putzen. Ich bin jetzt voller Freude, weil das alles gut anfing. Eine freundliche Begrüßung. Ich habe einen schönen Sitz hinten. Ich habe gesehen, die erste Reihe ist wirklich sehr gut. Viel Platz in der ersten Reihe. Das macht besonders viel Freude. Also das heißt, das werde ich beim nächsten Mal, dann vielleicht auf dem Rückweg, werde ich dann den Spaß haben. Und jetzt wollen wir mal sehen, was gibt es? Schönen Champagner vorweg. Gibt es ein tolles Menü? Ist die Staff weiterhin freundlich bemüht? Und haben Sie auch eine schöne Menükarte? Das schauen wir uns jetzt mal an. Auf geht's.
meine Lieben, es geht los. Der Flug mit Business Class in der 777 von Thai Airways. Und ich muss sagen, man wird gleich, also schon gleich auf das Thema Menü hingewiesen. Das bedeutet, ich soll schon, bevor wir überhaupt gestartet sind, soll ich schon das Menü auswählen. Es geht schon wieder sehr schnell los. Und auch das Getränk, ich habe jetzt gesagt, ein Gläschen Champagner, wird wahrscheinlich gleich mit dem Essen serviert. Da die ja noch Wein haben, hoffe ich, dass ich da noch wechseln kann. Arme schon wieder. Ich bin aber positiv. Ich bleibe positiv. Alles wird wundervoll. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Auswahl zwischen Hähnchen. Wir haben Rindfleisch. Die Cabin Crew muss sagen, dass alles fertig ist. Und jetzt wird schon gleich mein Mittagessen abgerufen. Was soll ich denn da nehmen? Wird ja auch nochmal spannend. Also ich werde mich mal für das gegrillte Hähnchen entscheiden. Das gibt es mit Knoblauchreis. Yes, it's finished. Thank you very much. When you served the champagne, it comes the champagne and the food and all together we have a little bit time for to take a champagne, then have a red wine, but you have many red wines inside. Yes, we have two kinds. Yeah. So when an order now comes all together now in 1 second, or we have a little bit time? Oh yeah, you have time. You can. So for the food, I look for a red wine or white wine. And before the food starting, so we can make a glass champagne? Yes. Okay. So I started with a glass champagne. Yes. And your colleague has come to order the menu. Yes. Okay. Kapu kram. Champagne and snack first. Okay. Only first, yeah. Okay. And then after we go to the meat. Also ich bin schon mal ein bisschen ein Stück weiter gekommen, ob das dann klappt, werden wir noch sehen. Ich habe jetzt mal gesagt, positiv, ich will jetzt erstmal ein schönes Gläschen Champagner trinken und dass man dann vielleicht zum Essen noch einen Wein bringt. Also das heißt, wenn ich mich auf Hähnchen einstelle, würde ich einen schönen Weißwein nehmen. Was haben wir denn? Wieder Rosé. Ich glaube, ich versuche mal den Rosé. Ein schöner französischer Rosé 2017, wahrscheinlich sehr frisch, aber noch gut. Das andere ist so klassisch Chardonnay. Ja, ich werde den Rosé probieren. Und vorab gibt es einen Champagner. Hi. What shall I? Yes, yes. So, I will try the chicken, yes. Yes. We fly to Thailand, we must have a little bit Thai flavor. Yes, and, the drink. So I talk with you. The drink is yes. For the food. Uh-huh. I will try the rosé. Rosé wine, huh? But before the food coming, I want to make an aperitif champagne, yeah? Champagne first. And then the rosé. And then to the wine, to the menu. Okay, rosé wine. Huh? Rosé wine, yeah. The rest of the rosé wine which come with the Thai food. With the Thai food. Okay. And the champagne come before. Yes, come before that. Okay. Yeah. It's perfect. Geht gut los. Wir kommen langsam näher zueinander. Das ist sehr positiv. Und jetzt wollen wir erstmal schön starten. Voran in der Thai. Die Worte. Ich muss jetzt mal ein bisschen.